Ja, guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. In den kommenden Filmen werden wir uns weiter mit der A befassen, denn inzwischen gibt es weitreichende Überlegungen, Planungen und Konzepte, um mit der A künftig umzugehen. Und es wird dabei mitgeteilt, dass es sich um Maßnahmen handelt, die deutschlandweit relevant wären und vorbildhaft. Dazu verweise ich auf einen Artikel von Focus Online, wo tatsächlich drüber steht, der neue Hochwasserplan des Ahrtals, von dem jetzt ganz Deutschland lernen kann. Das ist sehr hoch gegriffen. Und zwar einfach deswegen, weil wir ja wissen, dass der Wasserbau eine sehr langzeitliche Geschichte hat. 1800, 1850, der Militäroberst Tula begann im Grunde genommen Gewässer zu begradigen. Und diese Art des Umgangs mit Gewässern hat sich relativ wenig geändert. Was können wir von der Flutkatastrophe im Ahrtal für den Hochwasserschutz in anderen Regionen lernen? Das ist in der Tat eine sehr wichtige Fragestellung, denn wo immer Sie in Deutschland oder auch in Mitteleuropa oder in Westeuropa hinfahren, erleben Sie sehr ausgeklügelt behandelte und häufig sogar einfach nur kanalisierte Gewässer. Was ist also mit den Flüssen passiert, können wir fragen. Da lese ich eine ganz bemerkenswerte Aussage. Die Flut im Ahrtal vor 3 Jahren hat die Bevölkerung weitgehend unvorbereitet getroffen. Das ist eine erstaunliche Aussage. Ich möchte Ihnen empfehlen, sich mit der Statistik der Hochwässer im Ahrtal zu befassen. Da gibt es sehr schöne Darstellungen, ziemlich direkt zugreifbar, zum Beispiel bei Wikipedia. Daraus ist zu schließen, dass keinesfalls unvorbereitete Bürger im Ahrtal leben, sondern man kennt dort seinen Fluss. Das muss mal ganz ausdrücklich gesagt werden, und unvorbereitet war die Bevölkerung in keiner Weise, oder wenn sie es war, was wurde versäumt? Die jüngsten Überschwemmungen in Bayern, Baden-Württemberg, dem Saarland und in Niedersachsen haben im Übrigen gezeigt, wie aktuell das Thema Hochwasser, Wiederaufbau und Instandsetzung überall in Deutschland sind. Und mir wird dazu dann gesagt, es handelt sich hier um ein Klimathema. Und das Klima ist eine ganz eigene Geschichte. Wir haben einen Klimawandel, das wird ja wohl niemand abstreiten. Aber machen wir es uns nicht viel zu leicht, wenn wir sagen, das Klima wäre schuld? Sehr erfreulich finde ich in diesem Artikel, dass der Kollege Professor Lothar Kirschbauer ausdrücklich sagt, dass es keinen absoluten Hochwasserschutz gibt. Und das hat seine ganz einfache Begründung darin, dass ein Fluss ja bekanntlich sein Aue herstellt, damit er gewissermaßen seine Hochwässer unterbringt. Und wenn die Hochwässer mal stärker ausfallen, dann kann es durchaus sein, dass die Aue erweitert wird. Wenn er aber einige Jahrzehnte nur ganz schwache Fluten bringt, dann kann es sein, dass die Aue auch wieder kleiner wird. Ein Fluss ist also ein oszillierendes System, und das zeigt die A modellhaft. Der Bericht macht uns wirklich außerordentlich neugierig, denn der künftige Hochwasserschutz an der A soll komplett auf den Kopf gestellt werden. Die Hochwasservorsorge an der A wird revolutionär für Deutschland sein. Die Forscherinnen und Forscher aus verschiedenen Hochschulen und Universitäten in Deutschland haben sich damit befasst, dass diese Katastrophe nie mehr auftreten kann. Das sind natürlich ausreichend starke Worte. Da wird uns die Natur eines Tages noch zeigen, was sie dazu denkt. Man hat einen 10-Punkte-Plan aufgestellt, wobei in diesem Fokusbericht eigenartigerweise formuliert wird, der 5-Punkte-Hochwasserschutzplan, und 5 dieser Punkte sind besonders wichtig. Also wie viele Punkte es genau sind, ist egal, aber wir greifen uns die Punkte, die 5 Punkte heraus, die Focus Online formuliert. Ich lese sie der Reihe nach vor. Pegelstationen, Retentionsflächen, Hochwasserrückhaltebecken,
hochwasserangepasste Brücken und Eigenvorsorge. Das finde ich höchst beachtlich. Also zunächst einmal ist es außerordentlich sinnvoll, Fließgewässer mit einem Pegelmessnetz auszugestalten. Darunter sollten aber keineswegs nur Pegel verstanden werden, die den Wassergang im Fluss selbst oder im Hauptgerinne selbst betreffen, sondern es müssen auch Pegel quer durch die ganze Aue und in der gesamten Längserstreckung der Aue eingerichtet werden. Das hat man inzwischen in vielen Flussgebieten gemacht. Man sieht auf diese Weise, wie das Hochwasser in dem Fließgewässer sich in der Landschaft verteilt. Man möchte ja letztlich von dem Fluss lernen, weil wir immer noch sehr wenig von ihm verstehen. Also Pegelstationen sind wichtig, aber die hat man überall in Deutschland. Gehen Sie mal nach Baden-Württemberg, gehen Sie mal an die Donau, gehen Sie an die Weser, da stehen die überall rum. Ja, und die gehören dahin, im Ruhrgebiet beispielsweise. Retentionsflächen, das ist etwas sehr Wichtiges, denn das ist die Aue. Man könnte es anders formulieren oder sollte es, denn der Fluss hat diese Retentionsflächen von Natur aus. Und das Problem an der Aare mit dem Hochwasser ist dadurch entstanden, dass wir dem Fluss die Retentionsflächen genommen haben, indem wir sie mehr oder weniger flächig überbaut haben. Dann gibt es ja die Hochwasserrückhaltebecken. Da können Sie sich so etwas wie eine Badewanne vorstellen. Da können Sie einen Stöpsel reinmachen, lassen die Badewanne volllaufen. Und wenn die Hochwasserspitze vorbei ist, dann machen Sie die Badewanne wieder auf und dann kann sie wieder leer laufen. Aber das ist eine sehr künstliche Maßnahme. Darüber hat man vor Jahrzehnten schon sich am Oberrhein die Köpfe zerbrochen, wie man denn es schaffen kann, dass man die durch den Ausbau des Oberrheins und aller Seitengewässer, also wohlgemerkt durch den Gewässerausbau hervorgerufenen Hochwasserspitzen für die Niederländer reduzieren kann. Oder hat man gesagt, gut, was die Flüsse aufgrund des Ausbaus nicht mehr zurückhalten können, das müssen wir jetzt in Becken sammeln. Eine völlig künstliche Maßnahme, die aber weithin bekannt ist, die in keiner Weise revolutionär ist. Und davon sollte man auch nicht lernen, wenn das an der Aare gemacht wird, mit Verlaub. Hochwasserangepasste Brücken, das ist, glaube ich, ziemlich selbstverständlich. Wichtiger an den Brücken ist allerdings, dass man den Durchfluss durchs Tal breit genug lässt. Das heißt, wenn Sie hier eine Brücke haben und da Bebauung, dann ist es nicht sinnvoll, dass man die Bebauung verdichtet, wie das zum Beispiel bei Rech mustergültig passiert ist, zum Schaden der Nepomuk-Brücke, die man ja dann ganz schnell mal eben entfernt hat. Dabei war die gar nicht wirklich schuld. Schuld war unsere falsche Bebauung. Und damit komme ich eigentlich zu einem ganz ernsten Thema, und das ist der Begriff Eigenvorsorge. Ich darf die Autoren dieser Studie doch garantiert so verstehen, dass die Eigenvorsorge sich auf die Wasserwirtschaft respektive auf die Bauleitplanung bezieht. Da gab es ganz viele verschiedene Behörden, die geprüft haben, ob man an der und jener Stelle ein Haus in der und jener Größe mit dem und jenem Keller und so weiter bauen dürfe. Das war alles genehmigt. Die Eigenvorsorge muss also in diesem Fall tatsächlich grundlegend bei allen beteiligten Behörden anfangen. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wir haben das Thema Eigenvorsorge und ich bin sehr dankbar, dass das hier steht. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass das sehr gut gemeint ist und dass die Eigenvorsorge bei den Behörden liegt, dann haben die Behörden sich zu fragen, da doch in Deutschland immer alles genehmigt ist, jedes Haus, was war denn wohl falsch, dass die Katastrophenflut von 2021 so zuschlagen wollte? Und ist denn nicht gerade vor diesem Kontrast die ganz schnelle Hinleitung, das war der Klimawandel, möglicherweise völlig daneben gegriffen? Sollten nicht wir Menschen sagen, wir haben zugeschaut? Und wenn ich die Eigenvorsorge jetzt weitergreife, dann sollte ich als Bürger auch nicht immer sagen, na, die Behörden haben ja zugestimmt, die Behörden haben es genehmigt. Nein, dann soll doch ich als Bürger fragen, habe ich denn genug genau hingeschaut, ob nicht die A einfach ganz selbstverständlich beim nächsten Hochwasser in meine Garageneinfahrt läuft? Und deswegen möchte ich Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, die Sie an der Aare wohnen oder die Sie dort Ihre Campingwagen oder Ihre Zelte aufstellen,
darum bitten, einmal zu schauen in den Ahrfluss, wo liegt denn eigentlich der Mittelwasserstand? Im Sommer wird er ja oftmals unterschritten, auch zu Zeiten, wenn es draußen sehr kalt ist. Aber gerade zu anderen Zeiten im Sommer haben wir natürlich, da wir in einem Sommerregenklima leben, sehr viel Regen. Und er läuft ganz schnell die Weinberge runter. Der kommt ganz schnell aus den trainierten Wäldern heraus. Der kommt ganz schnell von den verdichteten Böden der Eifel oberhalb unseres Ahrtales heruntergerast. Und das sammelt sich dann alles und dann kriegen wir diese Hochwässer. Woraus wir jetzt schließen können, wenn wir Eigenvorsorge sagen, meinen wir erstens Eigenvorsorge bei allen beteiligten Behörden. Und wir lassen es völlig außen vor, bitte, ob jemand früher Fehler gemacht hat, weil das nutzt uns nichts mehr. Sondern wir sagen, das, was jetzt ist, klären wir mit unserem neuen Bewusstsein. Wir haben damals Gebäude genehmigt, die hätten wir nie genehmigen dürfen. Wir haben Bebauung genehmigt, wo eine Brücke in den Engpass genommen wurde, sodass beim Hochwasser die Welle nicht mehr durchkam und so weiter und so fort. Ja, wenn wir also hochwasserangepasste Brücken bauen, wenn wir Eigenvorsorge treiben, dann meinen wir im Grunde genommen etwas revolutionär Gutes. Die Bürger sind selbst dabei, gewissermaßen an der Genehmigung und Einschätzung der Bebaubarkeit ihres Grundstücks. Und da kann niemand jemanden dafür verantwortlich machen, sondern wir alle und der Wasserbau, die Wasserbauingenieure gehen mit ihrem Fachwissen zur Hand und sagen, Leute, an der Stelle kannst du nicht bauen. Wenn ich mir diesen 5-Punkte-Hochwasserschutzplan anschaue und lese von Hochwasserrückhaltebecken, von Eigenvorsorge, hochwasserangepasste Brücken, Retentionsflächen und Pegelstationen. Sehr verehrte Damen und Herren, das müsste nach meinem Verständnis ein mildes Lächeln hervorrufen. Ich war mehrere Jahrzehnte am Oberrhein, davon einige intensiv in der Aue tätig. Pegelstationen waren für uns selbstverständlich. Dass Leute, die in die Aue gebaut hatten bei Wiel, dann plötzlich erstaunt waren, dass der Keller volllief und sie pumpen mussten, was sie vorher nicht wussten. Aber das hätte man ihnen sagen können. Das kann man dort erleben. Oder dass jemand seinen Keller so bauen muss, dass das Wasser nicht eindringt. Hochwassersicher bauen oder hoch anstehendem Grundwasser entsprechend bauen. Also ein voll isolierter Keller, was sehr teuer ist. Aber das hat man ja in diesen Flüssen alles geübt. Und das konnte man an der A auch üben. Und ich kann nur dazu sagen, als ich nach der Katastrophe dorthin kam und überflutete Kläranlagen sah, da konnte ich nicht sagen, das liegt an irgendeiner fehlenden Wolke, sondern da konnte ich sagen, das liegt am fehlenden Hochwasserschutz für eine Kläranlage, die von oben vollläuft. Und dann habe ich Hochwasserdämme gesucht, die mich an der Donau, an der Weser, am Rhein, im Grunde überall begleiten. Vielerorts schleift man die Dämme, man erweitert die Aue. Denken Sie an die Projekte an der Elbe. Aber hier gab es gar keine Hochwasserdämme oder fast keine. Und es gibt prominente Hauslagen oder Siedlungslagen, wo man jetzt problemlos einen Hochwasserdamm hätte hinlegen können. Denken Sie nur an die berufsbildenden Schulen bei Bad Neuenahr im Unterlauf der Ahr in dieser großen Stadt. Da hat man einen Fahrradweg an die alte Stelle gelegt, statt dass man näher zum Berufsschulzentrum einen Damm aufschüttet und den Fahrradweg obendrauf legt. Dann würde man die Schule schützen. Das liegt derart nahe. In Bad Neuenahr, wenn wir den Begriff Retentionsflächen jetzt aufgreifen, in einer großen Stadt könnte man die auf die Idee kommen, wir haben auch keinen Platz, hier ist alles bebaut. Nein, wir haben die großen Parkanlagen, die auf Kaisers Zeiten zurückgehen. Dort können wir überall, wo die Baumalleen nicht sind, die Wiesen absenken, können sie über geeignete Einlauf- und Auslaufbauwerke natürlich geregelt, nicht gesteuert, an den Hochwasserablauf so anschließen, dass ab einer gewissen kritischen Welle diese Wiesen wie Rückhaltebecken volllaufen, aber eben direkt angeschlossen und ungeregelt. Aber das sind Ideen,
die kennen wir mehr oder weniger aus allen Flussgebieten Deutschlands. Also das müssen wir immer wieder sagen, was hier auch betont wird. Trotz fortschrittlicher Maßnahmen bleibt das Hochwasser eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Aber ich sehe die fortschrittlichen Maßnahmen noch nicht. Ich erinnere nämlich an diese Aussage, dass wir bundesweit diese Hochwasserkatastrophen haben. Und wenn wir uns an der Ahr oder an irgendeinem der dort betroffenen Flüsse die wasserbaulichen Anlagen angeschaut haben, wie seinerzeit am Oderhochwasser, ja, die ganze Welt hat davon gesprochen, oder bei dem mächtigen Elbehochwasser, wo Dresden so überflutet war, oder irgendwann um 1990, wo Leverkusen in der extremen Hochwassergefahr stand. Dort hat man gesehen, was diese wasserbaulichen Anlagen eigentlich aushalten. Im Ahrgebiet sehen wir die Rümpfe, die Skelette von ausgebauten Gerinnen der Ahr. Das heißt, diese Wasserbaumaßnahmen haben sich in all diesen Gebieten nie bewährt. Und ich glaube, wir sind in diesen Jahren aufgerufen, zu erkennen, dass der Wasserbau, der immer noch der Idee frönt, den Abfluss zu beschleunigen, verfehlt ist. Man hat aber schon in den 1990er Jahren bei einer prominenten Tagung, das war glaube ich in Potsdam, des Deutschen Verbandes für Wasser- und Kulturbau ausdrücklich ausgeführt. Sowas hätten die Römer nie gebaut, wie das, was wir hier bauen. Die Römersiedlungen sind übrigens meistens hochwassersicher. Genau wie die alten christlichen Kirchen. Also zu allem, im Grunde haben wir die besten Lösungen. Und niemand muss jetzt an der Ahr sagen, Leute, guckt mal, wir zeigen euch jetzt, wie man es macht. Das ist doch gar nicht nötig. Das wissen wir bundes- und europaweit. Dem Jahrhundert der Abflussbeschleunigung soll ein Jahrhundert der Abflussverlangsamung folgen. So, und jetzt gehen wir das gesamte Ahr-Einzugsgebiet durch. Von allen Seitengewässern, inklusive Wald, Weinberge mit den falschen Rebflurbereinigungen und so weiter. Und sanieren dieses Gelände modellhaft. Da kann ganz Deutschland von lernen, wenn wir die Weinberge wieder hangparallel machen. Und nicht senkrecht, wo das Wasser abläuft. Und das werden wir in den weiteren Filmen vertiefen. Ich bitte, das Ganze wirklich konstruktiv zu sehen. Aber nie mehr zu sagen, die Menschen an der Ahr waren nicht vorbereitet. Sie sind vorbereitet und ganz Deutschland ist jetzt auf Hochwasser auch eingestellt und wir machen einen neuen Wasserbau. Wir bauen wirklich mit der Natur Wasser und das bedeutet, das ist der letzte zentrale Punkt, die Ahr ist ein europaweit relevantes Schutzgebiet. Also muss der Naturschutz sagen, was da gemacht werden darf. Und darauf glaube ich, warten einige, auch im Naturschutz, dass das endlich ausgeführt wird. Für die Ahr sind dann bald alle Tore weit, sodass sie keine gefährlichen Hochwasser mehr macht. Die Aue wird repariert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ade.